Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du kennst es sicherlich auch, Weihnachten kommt immer näher, aber irgendwie die Geschenkesuche, die nimmt einfach kein Ende. Ich selbst habe oft auch Parfums geschenkt bekommen, die bis heute noch im Badschrank stehen, weil sie mir einfach nicht gefallen. Und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt, dass man von dem eigenen Duftgeschmack ausgeht und Düfte dazu passend aussucht. Für Mutter, für die Schwester, für Cousinen oder ähnliches. Deswegen habe ich heute das Video in 4 Duftkategorien eingeteilt. Einmal in blumig, süß, frisch und zitrisch. Und habe euch jeweils 2 Düfte mitgebracht, die meiner Meinung nach auf jeden Fall gehen, wenn du weißt, dass deine zu beschenkende Person zum Beispiel auf blumige Düfte stehen. Das sind also so Safe-Düfte, mit denen du auf keinen Fall einen Fehler machen kannst. Und ich würde sagen, wir starten gleich schon mal mit rein. Und zwar mit der ersten Duftkategorie, blumig. Hier habe ich als erstes wirklich einen Klassiker mitgenommen von Parfums de Mali, der Delina. Vielleicht kennst du den Duft schon, vielleicht hast du ihn schon ausprobiert, aber meiner Meinung nach ist es ein Duft, der fast allen Frauen gefällt, wenn sie blumige Düfte mögen. Der Duft ist wirklich sowas von blumig, Wahnsinn. Er hat aber auch exotische Früchte mit drin, das heißt, es ist eine blumige, fruchtige Note für mich. Und es ist auch eine Vanillenote mit drin, die diesen Duft wahnsinnig schön rund macht. Und für mich ist das wirklich Flower Power pur. Ne? Da kommt ein richtiger Blumenstrauß mit einer leichten fruchtigen Note um die Ecke. Er ist sehr, sehr warm, dieser Duft, finde ich. Und er schmeichelt den Frauen unwahrscheinlich. Du kannst mit diesem Duft, der so blumig, süß, fruchtig ist, wirklich nichts falsch machen. Und der Flakon ist auch einfach echt süß, finde ich, die Farbe. Den zweiten Duft, den ich mitgebracht habe in der blumigen Kategorie, ist von Une Nuit Nomade, der Fleur de Fleur. Und ich meine, der Name, der spricht schon Bände. Das ist wirklich ein wundervoller, blumiger Duft, der aber nicht ganz so jugendlich daherkommt wie der Delina. Der Delina ist für mich wirklich ein sehr, sehr junger, sehr jugendlicher Duft. Was nicht heißt, dass den nur junge Frauen tragen können, das meine ich damit nicht. Aber von der Duftkomposition ist er weitaus lieblicher, würde ich jetzt mal sagen. Der Fleur de Fleur ist ein bisschen schwererer Blumenduft. Und er hat auch eine gewisse Holznote mit drin. Ne? Da ist Sandelholz mit drin. Das heißt, der Duft ist für mich ein bisschen schwerer und einfach ein bisschen gesetzter als der Delina. Aber wirklich auch ein wunderschöner Blumenduft, wo ich glaube, dass der sehr vielen Frauen auch gefallen wird. Damit machst du wirklich nichts falsch. Lohnt sich auf jeden Fall, den zu testen. Die zweite Duftrichtung, die ich mitgebracht habe, ist die Duftrichtung Süß. Und da habe ich von Bon Parfumeur den 203er mit dabei. Bon Parfumeur ist ja eine wundervolle Marke. Meiner Meinung nach haben die Düfte wunderschön komponiert. Und der 203 ist wirklich ein ganz toller, süßer Duft. Er ist süß, er ist aber auch wahnsinnig fruchtig. Also für mich hat der die Süße vor allem auch aus der Fruchtnote mit raus. Da ist aber auch auf jeden Fall eine leichte blumige Note mit dabei. Da ist zum Beispiel auch Rose mit dabei in dem Duft und ich finde, das kommt schon auch raus. Wobei eben diese blumige Note nicht so krass ist wie bei dem Delina oder auch bei dem Fleur de Fleur. Sondern hier ist wirklich die Süße aus der Frucht, aus der Blume eher so im Vordergrund. Wirklich ein schöner Duft, den man auch wirklich, würde ich jetzt mal sagen, zu jedem Anlass tragen kann. Also ich würde den Duft den ganzen Tag tragen und der ist wirklich sehr gefällig. Also wenn deine zu beschenkende Person auf süße Düfte steht, ist der auf jeden Fall eine gute Wahl, wenn es auch ein bisschen so diese fruchtige Süße mit drin sein darf. Als zweiten süßen Duft habe ich noch von Maison Micalef den Ananda mit dabei. Wirklich ein wunderschöner Flakon, wie ich auch finde, auch hier oben mit diesen Steinchen drumherum, der ist einfach echt irgendwie süß und sehr besonders. Der Ananda ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr süßer Duft, bei dem die blumige Note schon auch mit in den Vordergrund kommt. Also da ist Ylang Ylang mit drin, da ist auch eine Rose mit drin und diese blumige Note kommt schon auch mit raus. Aber er hat auch eine Fruchtsüße mit drin. Das heißt, auch hier haben wir eine schöne Kombination in der Süße aus den Blumen und auch aus den Früchten. Für mich ist der Ananda auch eher so die gesetztere Variante eines Duftes. Also ich finde, der passt
wundervoll auch zu einer Dame, also einer etwas älteren Frau, die auch sehr, sehr elegant gekleidet ist. Und er hat für mich auch so einen gewissen seifigen Touch irgendwo mit drin. Also ich finde den Duft wunderschön. Also es ist für mich ein sehr, sehr hautnaher Duft. Wenn man ihn trägt, erinnert er mich auch so ein bisschen an frische Wäsche. Also den könnte man den ganzen Tag auf jeden Fall tragen und auch wirklich zu jedem anders. Und ich finde, vom Alter her können das junge Frauen tragen, aber auch ältere Damen. Und er würde perfekt trotzdem passen. Auf jeden Fall eine safe Wahl und sehr, sehr schöner Duft. Lohnt sich auf jeden Fall auszuprobieren und für mich auch ein tolles Geschenk, wenn du weißt, dass deine beschenkte Person auf süße, etwas blumigere, seifigere Düfte steht. Die nächste Kategorie, aus der ich dir Düfte mitgebracht habe, ist die Kategorie frisch. Viele mögen es ja auch einfach den ganzen Tag quasi wie frisch geduscht sich zu fühlen und da habe ich wirklich passende Düfte dabei, die meiner Meinung nach wahnsinnig unkompliziert zu tragen sind. Der erste Duft ist Dancing Light von Olfactive Studios und ich finde den Duft wahnsinnig schön und wahnsinnig gut auch zu tragen. Es ist ein sehr frischer Duft, der aber eine gewisse Würze mit drin hat, was diesen Duft sehr, sehr interessant macht. Und ich würde sagen, der hat nicht diesen klassischen Duschgel-Vibe, den man von frischen Düften vielleicht erwarten würde, sondern er hat halt im ersten Schnuppern diese Frische und dann im Abgang quasi diese würzige Note mit drin. Wir haben hier eine kleine Holznote durch das Sandel- und Zedernholz nochmal mit drin, was den Duft wahnsinnig interessant macht und wodurch bestimmt auch diese gewisse Würzigkeit auch mit reinkommt. Er ist auch ein bisschen minzig, was ihn eben noch frischer macht und ich finde, die Duftkomposition ist wahnsinnig schön. Er ist wirklich super zu tragen und ich finde gerade bei frischen Düften so schön, dass man ihn auch einfach den ganzen Tag tragen kann und auch nicht zu spezifischen Anlässen, sondern ich finde, das sind Düfte, die immer gehen. Und das gilt auch für meinen nächsten Duft, den ich dir mitgebracht habe und zwar ist es von Maison Micalef der Usaito. Auch ein wahnsinnig schöner, frischer Duft, der aber ein bisschen in eine andere Frische mit reingeht. Und zwar hat der für mich, wenn ich ihn rieche, so eine blaue Frische, würde ich jetzt mal sagen. Ohne zu sagen, dass es total aquatisch ist, aber ist sehr, sehr frisch, aber noch ein bisschen mehr holzig tatsächlich. Wir haben ja auch eine stärkere Moschusnote mit drin. Und ich finde, im Abgang ist dieser Duft auch ein bisschen zitrisch. Die zitrische Note steht aber nicht im Vordergrund, sondern gibt dem Duft einfach auch nur nochmal die verstärkte Frische mit rein. Auch wirklich ein sehr, sehr schöner Duft, der für mich von der Frische her aber ein bisschen gedeckter ist als der von Olfactive Studios. Das heißt, wer so den frische Heavy Hitter sucht, dann auf jeden Fall zu Dancing Light greifen. Wenn es ein bisschen eine gedecktere Frische sein kann, dann auf jeden Fall der Usaito. Das ist dann wirklich die super Wahl. Sind aber für mich beides Düfte, die absolut gefällig sind und ich glaube, die auf jeden Fall eine gute Geschenkwahl für dich wären. Doch ist einfach ein schöner Duft. Die letzte Kategorie, die ich dir mitgebracht habe, sind wirklich zitrische Düfte. Ich mag zitrische Düfte total gerne und tatsächlich nicht nur im Sommer, wo man vielleicht im ersten Step denken würde, dass sie hinpassen. Ich finde gerade auch so im Kontrast zu dem Winter, der einfach dunkel ist, ist es irgendwie auch so ein bisschen ein Stimmungsaufheller. Und da habe ich dir auch zwei ganz tolle Düfte mitgebracht. Der erste Duft ist von Molinard, der Citrus Noir. Und wie der Name schon sagt, ist einfach ein sehr zitrischer Duft. Lass mal zusammen schnuppern. Auf jeden Fall die zitrische Note im Fokus. Wir haben hier aber auch eine leichte, holzige Note mit drin. Da ist eine gewisse Rauchnote mit drin, das heißt im ersten Step kommt wirklich die Zitrone und dieses Frische und dann in der Abrundung diese holzige, rauchige Note mit rein, die den Duft wahnsinnig interessant macht. Ich finde, man denkt oftmals, wenn man rauchig sagt, irgendwie, dass es maskulin wirken könnte. Das ist für mich hier absolut nicht der Fall. Also es ist wirklich ein sehr, sehr femininer Duft, der aber einfach zitrisch ist und einfach diese holzige Schwere im Abgang nochmal mit drin hat. Sehr, sehr schön und ich finde gerade die Kombination aus Zitrone und Orange wahnsinnig spannend. Das ist also nicht so Zitrus in Zitronenform, sondern auch so ein bisschen die Süße von der Orange nochmal mit drin. Wirklich ein wahnsinnig schöner Duft. Und als letzten Duft habe ich dir noch von Laboratorio Olfativo den Noblige dabei. Auch ein sehr zitrischer Duft, geht aber tatsächlich auch in eine andere Richtung als der Citrus Noir.
Hier ist wirklich die Zitrusfrucht wahnsinnig im Fokus. Es ist ein sehr, sehr frischer Duft und irgendwie muss ich ein bisschen an so Brausepulver denken. An Waldmeister komischerweise, wenn ich da dran rieche. Sehr schön, sehr zitrisch, sehr, sehr ja, energetisch auch. Also ich finde, da gibt wahnsinnig Energie und einfach ein schöner Duft, schön und easy zu tragen. Wir haben ja auch eine kleine Kräuternote mit drin. Ich finde, die kommt auch sehr, sehr schön mit raus. Vielleicht muss ich auch deswegen an Waldmeister denken, ich weiß es nicht. Aber wenn du Waldmeister magst, dann ist doch der Duft auf jeden Fall das Richtige. Oder du fragst mal die Person, der du den Duft schenken möchtest, wenn die Waldmeister mag, dann ist der auf jeden Fall die richtige Wahl für dich. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration geben und ein paar Düfte empfehlen, wo ich glaube, dass die als Geschenk für Weihnachten wirklich wahnsinnig gut funktionieren würden, wenn du weißt, welche Duftkategorie deine beschenkte Person mag. Ansonsten, wenn du tatsächlich weißt, welche Düfte deine beschenkte Person trägt, dann haben wir auch in der Vergangenheit ein Video zu den Top-Designer-Düften gemacht und da einfach eine Nischenduftalternative empfohlen. Weil es ist ja auch immer wichtig, dass man in gewisser Weise vielleicht auch individuell riecht und man den eigenen Duft nicht an jeder Ecke quasi wahrnehmen möchte. Insofern, ich verlinke dir das Video gleich, dann spring einfach mal rüber und schau, ob hier vielleicht eine Duftempfehlung für dich dabei ist. Wenn du weißt, dass deine beschenkte Person zum Beispiel Alien trägt oder Coco Mademoiselle, da ist auf jeden Fall eine coole Alternative dabei. Ich freue mich aufs nächste Mal, hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis bald. Ciao!